So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Ich möchte heute ein kleines Experiment wagen, sonst was. Da liegt der Adi, Schatz. Guckt den euch an. Ich sitze zu Hause auf meinem Sofa. Ich habe ein goldenes Lokmodul. Ich möchte heute mal mein goldenes Lokmodul zünden. Richtig asozial, ohne dass das angekündigt ist. Irgendwie und andere was davon haben, aber bei uns spielt eh keiner. Und bevor ich jetzt irgendwelche Spoofer unlock für ein Modul, ist auch totaler Quatsch. Ich möchte das jetzt mal zünden, damit man sieht, wie das aussieht, falls jemand noch gar kein goldenes Modul gesehen hat. Dann möchte ich das drehen. Das braucht immer 5 Minuten, bevor man es wieder drehen kann. Ich möchte mal dokumentieren, wie viele Münzen ich bei jedem Dreher bekomme. Angeblich gibt es ja 5 bis 20 Münzen. Manche sagen auch 25 Münzen. Bei Raider Mittwoch habt ihr gesehen, es gab sogar den Julian Eisenstein, der hat sogar 30 Münzen bei einem Dreher gekriegt. Also so ganz weiß man also immer noch nicht wirklich, von wann bis wann die Spanne ist. Denn die Spanne, die bekannt wurde, ist ja falsch, wenn sogar 30 möglich ist. Ich möchte jetzt mal gucken, wie viele Münzen ich krieg. Und dann möchte ich mein Gierspenst entwickeln am Ende von dieser Folge. Das schneide ich jetzt ein bisschen zusammen. Aber erstmal muss ich euch setzen, also das Lokmodul. Euch wollte ich eigentlich hier runterstellen, aber ja, irgendwie sieht das halt voll doof aus. Aber ja, wir machen es jetzt einfach so. Ist egal, wie es aussieht. Ich habe hier einen Homestop Stolpersteine Friedmann. Das ist Stolpersteine mitten auf dem Markt. Gibt es eigentlich hier überall. Ist kein Fake. Habe ich Glück. Ist super. Ich hätte hier einen Spielplatz, Wohngebiet, Hefemarkt. Ich werde aber den direkt, auf dem ich draufstehe, nehmen. Und wir gucken auch mal, ob ein Gierspenst aus dem goldenen Modul spawnt. Das ist nämlich eine Möglichkeit, dass Leute, die keine Switch haben und das Spiel nicht haben, auch an ein Gierspenst kommen, wenn sie an einem goldenen Lokmodul rasten und warten, dass da ein Gierspenst rauskommt. Es ist möglich, dass der Gierspenst spawnt, soll aber mega selten sein. Ich gehe jetzt also hier drauf, drücke jetzt einmal hier, Lokmodul, Gletschermodul, Moosmodul, Magnetmodul, Regenmodul und ein Gold-Lokmodul. Das werden wir jetzt zünden. Das schmeißen wir jetzt hier rein. Ihr seht, das Ding färbt sich, ist jetzt golden, sieht richtig genial aus. Jetzt drehen wir einmal und haben für den ersten Dreher 5 Coins bekommen. Ich muss jetzt wieder warten, bis der wieder schön golden ist, dass ich ihn wieder drehen kann. Falls ein Gierspenst auftaucht, schneide ich das hier rein und ansonsten schneide ich jetzt jeden Dreher rein für eine halbe Stunde, also bis 14:30 wird das ungefähr gehen. So, zwischendurch habe ich jetzt auch noch meine Sammlerherausforderung abgeschlossen. Ich glaube, ein Skungapu hatte noch gefehlt, weil wir sind ja hier in diesem Farbfestival. Ich habe jetzt mal drumherum die Pokémon weggefangen, die da so gesessen haben. Das Fings macht mir aber Probleme, das bleibt nicht drin. Das passt aber zur Modulfarbe. Das sieht so ähnlich aus, hat ähnliche Farbe wie das Modul. Das tut mir aber auch weh. Ich habe ganz vergessen, dass aus dem Modul natürlich auch Pokémon spawnen. Auch andere. Staralili war zum Beispiel da als ein Pokémon, was extra gespawnt ist. Dieser Fisch ist auch aus dem Goldmodul. Also Knirrfisch aus dem Goldmodul nehmen wir auch mit. Den würde ich dich eh in 100% auf Level 50 ziehen. Also tüten wir den jetzt hier noch ein. Oder versuchen es zumindest. So, und warten drauf, dass wir ein zweites Mal drehen können. Bleib drin, bleib drin, bleib drin. Mal kurz die XL abchecken. 230 XL, geht noch was. Er ist noch nicht wieder golden. Das ist immer noch vom ersten Dreh. So, wir sehen, wie langsam der Stop sich wieder färbt. Also von diesem extrem kräftigen Lila wird er jetzt irgendwie so zart rosa, schweinchenrosa. Jetzt ist er wieder golden. Jetzt können wir wieder drehen. Wir haben diesmal 20 bekommen. 5 beim ersten, 20 beim zweiten. Wir warten weiter. So, ich habe jetzt gedacht, wenn ich so nah ranzoome, erkenne ich das auf jeden Fall, falls ein Gierspenst erscheint. Da ist ein Natu, da kam eben schon wieder ein Dusselgur aus dem goldenen Modul. Dann habe ich mich so langsam gedreht, habe mal so in der Gegend rumgeglupscht. Und was habe ich entdeckt? Da vorne ist eine Pfütze. Da hat jemand ein Regenmodul gezündet. Und wenn du drauf drückst, siehst du den Schickeria. Ja.
Das ist, wenn es einen anderen gibt in Hildburghausen, der spielt, wo man weiß, dass der spielt, dann ist es der Schickeria. Yo. Das heißt, Hildburghausen hat ganze 2 Pokémon-Spieler. Könnte man denken. So, der Stop ist wieder gelb, das heißt, wir drehen nochmal. Haben wieder 20 Münzen bekommen. Was auch auffällt ist, diese Arena ist gelb, meine Heimarena. Jetzt könnten die Leute denken, boah, so ein Assi, ist klar, der wohnt da, der wird die Arena immer gelb haben und immer gelb machen und keinen anderen Spieler eine Chance lassen. Ganz ehrlich, für mich ist es sogar von Nachteil, wenn die gelb ist. Weil ich für meine Interaktion brauche ich eigentlich immer eine blaue Arena, dass ich mit den roten Accounts und dem gelben zusammen angreifen kann, dass die alle interagieren. Dann mit den gelben insgesamt geschlossen angreifen kann, dass die interagieren. Die dann einmal färben auf zum Beispiel rot, damit ich dann mit den blauen und dem gelben angreifen kann. Wenn die gelb ist, dann kann ich nicht angreifen, dann kann ich mich nur reinsetzen. Ich sitze auch gar nicht drin. Die ist nämlich gefärbt von Lila Pudel, 5 Stunden 58. Und Kio Vaslolo hat sich dazugesetzt. Also, obwohl das gelb ist, sitze ich da nicht drin. Die ist auch gelb. Moharasu 438, Kio Vaslolo und Lila Pudel. Ich weiß nicht, wer Lila Pudel ist, aber Lila Pudel macht hier Arenen gelb. Das hat nichts mit mir zu tun. Obwohl, wenn die einmal gelb sind, könnte ich mich natürlich jetzt dazusetzen. Haben wir hier einen Kickli? Wir können ja mal, guck mal, zu dem Shiny Nocturne ein Shiny Kickli einfach reingesetzt. Und was passt hier vorne dazu? Was können wir hier dazu setzen? Ein Despot da, ein Knirrfisch. So, ein Baldorfisch. Jetzt hat das Despot da 2 Fische, die es ausführen kann. Keine Ahnung. Können wir auch mal drehen. Sieht auch aus wie ein Gold. Stop, wie ein goldenes. Deswegen gelb, beste Farbe. Gelb ist einfach richtig schön. Und jetzt die Stops und dieses Habitat ist wahrscheinlich auch jetzt aus dem Goldmodul. Genau, hat nämlich jetzt hier wieder dieses Zeichen dran. Ja, aber egal, ich melde mich zurück, wenn wir wieder drehen können. Diese Farbänderung sieht trotzdem halt sehr interessant aus. Dieses zartrosane, was jetzt rüber geht in dieses Goldene dann. Wieder 20, also beim ersten nur 5, ansonsten immer 20 bekommen. Das ist eigentlich cool. Smogon, auch cool. Hä? Werfen wir mal drauf. Hui, zu niedrig. Aber jetzt greift er an, jetzt daneben. Übt mal ein bisschen das Werfen hier, Jungs. Jetzt ist da einfach noch ein Skorkler aus dem 5er-Ei geschlüpft. Keine Ahnung. Wahrscheinlich driftet er wieder so hin und her, dass da einfach ein Skorkler rausschlüpft. Ich tue mal das 10er jetzt reinpacken. Dann habe ich was gesehen. Bruder, guck dir das an. Da sitzt ein Raupi. Das kommt nicht aus dem Goldmodul. Einfach fabelhaft, Raupi. Und er bricht aus. Kriegen wir das nochmal hin? Einfach fabelhaft, Raupi. Und er ist da. Wunderbar. Was ich auch noch kurz zeigen kann, was ich cool finde, Grüße gehen raus an, pass auf, in der Raid-Gruppe, gell? Das sind ja immer Raids und ich freue mich ja auch, Ho-Oh-Raids momentan zu machen. Jetzt hat der Exini gepostet, wo bleiben die Ho-Oh-Raids? Ich warte. Ich auch, habe ich geschrieben. Und Sarina erlöst uns 14:40, in 20 Minuten hat sie ein Ho-Oh-Raid. Habe ich mich direkt eingetragen. Danke also an die Raid-Gruppe, wenn die momentan Raids machen. Ich versuche immer bei fast jedem dabei zu sein, den ich sehe, da ich ja Ziele habe. So, dieses Schlurf ist auch wieder aus dem Goldmodul. Das tüt man noch fix ein. Drin. So, ich bin nochmal nah rangezoomt an den Stop. Dass ihr nochmal seht, hinten der ist frisch gedreht, der ist statt blau dann also lila. Der vordere wieder schön im Fred Ferge Look von rosa zu gelb wird gedreht. 5! Oh mein Gott. Einmal müsste es noch klappen, ich glaube jetzt ist 14:22, also 14:27 könnte ich wohl nochmal drehen. 14:30 ist das Ding glaube ich dann um. 5.
So, ich beobachte gerade das wilde Treiben. Irgendjemand kann wahrscheinlich Gedanken lesen. Ich habe gesagt, die gelbe Arena stört mich und plötzlich wird die gelbe Arena angegriffen. Ihr seht, wie die Fetzen fliegen, alles durch die Gegend gezerrt. Da ist ja hier dieses Despo da drin. Das ist das Erste, was wahrscheinlich dann also rausfliegt. Der Fisch wird gerade angegriffen, dann meiner. Dauert noch ein bisschen. Was denkt ihr? Welche Farbe wird die Arena haben? Wird sie rot? Wird sie blau? Oder kämpft einer gezielt das Erste raus und lässt es dann sein? Wahrscheinlich nicht. Aber ist auf jeden Fall interessant, was sich so alles in Hildburghausen tut. Jetzt ist ruhig, gleich geht's weiter. So, die Arena ist jetzt weiß. Es wird sich also gleich entscheiden, wer sich reinsetzt. Ich gehe so lang einfach mal auf den Stop, dass wir das nicht sehen, dass das spannend bleibt. Dreh schon mal hin und her. Habe nochmal 5 Münzen bekommen. Und sie ist blau. Und Pablo setzt sich rein. Level 29. Pablo. Ich glaube, das Modul müsste sowieso gleich aus sein. Aber, oh, ein Chadrago-Raid. Ich mache jetzt einfach mal den Chadrago-Raid, weil ich Lust drauf habe. So, brauche nämlich noch einen 100er. Vielleicht kommt noch ein Shiny bei raus. Kann ja auch noch mal einladen, so aus Spaß. Wer ist denn gerade online? Shinox, Alex, Bowling Ball, Brezel Queen, Brotpilot, Lima. So, melden uns gleich zurück, wenn wir das Chadrago fangen. Und ich denke mal, dann ist das Modul auch aus. Guck mal, der Shinox ist reingekommen. Das heißt, ich gehe ganz kurz nochmal raus, damit er die Lobby hält und ich nochmal aus Spaß einladen kann. Ah, ich kann nicht. Ich muss nochmal raus und nochmal rein. Ich kann noch nicht wieder einladen. Ich hoffe, er hält die Lobby. Nicht, dass sie wieder neu aufgeht. Grüße an Shinox an der Stelle übrigens. So, jetzt schaffe ich nochmal 5 irgendwas. Chrissy, Chrissy, Daniel, Schilling, Disco, Pogo, Eierbirn, Exi, Wake. So, haben wir nochmal 5 eingeladen. Mal gucken, ob noch jemand reinkommt. Ansonsten hauen wir das Shinox weg. Alex ist auch drin. Alex, der Boss. Sind jetzt mit dem Video offiziell. Noch 20 Sekunden. Chrissy, Chrissy ist auch dazugekommen. Also Shinox, Alex, Chrissy, Chrissy. Grüße gehen raus. 48, 49, 48, 50. Ich glaube, wir schaffen es. Ne, Chadrago ist an sich ein Raid. Ja, den kann man, denke ich mal, gut alleine machen. Eierbirn, ey! Noch ein Gelber mit rein. Eierbirn verstärkt die Gelben. Das hätte ich nicht gedacht, dass da jemand überhaupt ein Chadrago mitmacht. Jetzt hauen wir den mal kurz weg. So. Damit das Video nicht ganz so langweilig ist. Einfach einen Chadrago-Raid reingeschnitten. Guck mal, was das für einen roten Kopf hat. Mein Gott. Lebensanzeige, jetzt auch rot. Vielleicht ist sogar ein Shiny dabei, dann haben wir gleich noch ein Highlight in dem Video. Host of Death gegen Chadrago. So, ist tot. Stop müsste aus sein. Wir entwickeln gleich das Gierespenst. 1896 stand da, glaube ich. Wir drücken mal alles durch. Falls ihr das nicht wusstet, ihr könnt die ganze Zeit überall rumdrücken. Dann geht das alles schneller. Ich nehme jetzt auch mal hier eine silberne. Davon habe ich nämlich so viel. Oh. Hab den Kreis mir gar nicht angeguckt. Einfach fabelhaft. Von den Silbern habe ich nämlich so viel, deswegen kann man da ruhig mal ein paar raushauen. Weil wann kämpfe ich denn schon mal gegen einen Chadrago? Ach meine, jetzt hüpft er auch noch. Sonst habe ich die immer bei Despo da genommen früher, weil man wollte, dass das drin bleibt. Und man wollte natürlich auch viel Bonbons haben von Despo da. 12, 14, 10 ist nix. Was mich überrascht, das Goldmodul ist immer noch da. Ich kann es zwar gerade noch nicht drehen, aber es ist immer noch da. Aber eigentlich ist doch die... Ja gut, kann sein, dass es bis 33 oder so da ist. Ich glaube 3 Minuten später. Ja egal, wir werden es gleich nochmal drehen. Falls es dazu kommt. Es ist schon zart rosa. Shinox lädt ein. Ich muss mein Modul machen. Trotzdem, danke an Shinox. Den nächsten, den ich sehe, würde ich mitmachen. Oha.
Habt ihr das gesehen? Jetzt ist das Modul einfach zugegangen, weggegangen. Wir haben es nicht nochmal geschafft zu drehen. Was wir jetzt aber machen, wir werden das Gierspenst entwickeln. Das braucht übrigens 5 Kilometer zum Laufen. Wer das noch nicht wusste, gehen jetzt mal hier drauf. Gierspenst Henry, das habe ich nämlich vom Henry bekommen, ist dann 100%iges Lucky geworden. Dresden, Sachsen, 28.02. Wir entwickeln jetzt unser Gierspenst. Da bin ich jetzt gespannt. Da nehme ich euch nochmal hoch. Da will ich jetzt so reingucken. Was ist denn das? Schatten? Okay. Einmal Gierspenst entwickeln. Ab dafür. Und schauen, wie das dann ausschaut. Die lustigen Geräusche. Wenn ihr Pokémon Purpur oder Karmesin gezockt habt, verfolgen euch diese Geräusche bis tief in die Nacht. Hoppa. Jetzt muss ich warten, bis der Name da steht. Monetico. Pokédex-Eintrag, Monetico, entwickelt, guck dir den an, Henry im neuen Gewand. Der guckt aber fies, der hat ja voll die fiese Fresse. Hm? Den kann man da noch hochziehen und, oh, der kommt, ist jetzt schon bei 3539. Das ist was für Max Out Monday, 100% Monetico auf Level 50. Pushen in 100%. Das war's jetzt von mir und dem Video. Ja, die Schatz schläft immer noch hinter uns. Habt ihr auch schon ein Monetico entwickelt? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Oder habt ihr überhaupt eine Switch oder sonst was? Peace out, Vorhaut, euer Ramses und ciao.